Moin Jungs, Edis Back und willkommen zur 695. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. In den letzten paar Folgen haben wir hier unser neues, schönes, irgendwann hoffentlich seiendes Mühlenhaus gebaut. Oder angefangen zu bauen, besser gesagt. Wir haben bis jetzt das und hier den Weg runter, den finde ich tatsächlich ziemlich nice. Vor allem, wenn der Rosebush da wieder steht, so. Hier unten kommt man auch ins Untergeschoss, wo dann hier auch dieses Rad ankommt. Darum werden wir uns jetzt aber noch nicht kümmern, sondern wir kümmern uns erstmal ums Obergeschoss, weil das ist das, was man sieht und das ist das, was wichtiger ist. Und ich habe auch einfach keinen Bock auf den Keller, bin ich ehrlich. So, eine Sache, wo wir mal eben gucken müssen, wie wir es machen, ist, ich glaube, wir nehmen tatsächlich Stein. Wo ist meine Erdenkiste? Habe ich keine Erdenkiste? Ich habe doch eine Erdenkiste. Jetzt kommt natürlich dieses Add-on oder dieser Mod, den ich habe. Klatsch. Ich habe trotzdem keine. Doch, ich habe eine. Einen Moment. Wir müssen mal eben wohin fliegen. Meine Erdenkisten sind natürlich schon hier hinten am Berg. Ist ja klar. Dafür werde ich die ja brauchen. Hier. Perfekt. Dann packe ich die noch da rein. Pack die noch da rein. So, habe ich hier zufällig Cobblestone? Nee. Schade eigentlich. Was ich aber habe, hier vielleicht? Nee, auch nicht. Hier auch nicht. Ich würde nämlich gerne den Rahmen des Daches aus Cobblestone machen und dann das Innere des Rahmens aus irgendeinem Holz. Wahrscheinlich Mangrove, aber sicher bin ich mir noch nicht. So, dafür muss ich aber... Also nee, gar nicht wahr. Entweder aus Cobblestone oder aus Stonebrick. Problem an Stonebrick ist, er ist schwerer zu kriegen, weil wir erst das ganze Zeugs einschmelzen müssen. Also es ist nicht schwer, es dauert nur ewig. Weshalb ich glaube ich eher dazu tendieren würde, dass wir Cobblestone nehmen. Und da wir ja eh nicht die Standardtextur haben, finde ich, ist die eigentlich auch ganz schick. Und wir müssen halt generell mal gucken, wie wir das jetzt mit dem Dach machen. Dass es halt hier vorne anfängt, noch ein Ticken hoch geht und dann hier runter geht. Da bin ich mir halt wirklich noch nicht sicher. Und wo ich mir auch nicht sicher bin, ist, ob es leichter wäre, jetzt hier einfach eine Säule hochzubauen und das Ding dann in Cobblestone zu verwandeln oder einfach in den Steinbruch zu gehen und direkt Cobblestone zu holen. Das ist auch noch ein Rätsel, aber egal. Während wir das jetzt einfach machen, ich beschließe jetzt einfach, dass wir das hier machen, kann ich euch etwas Unschönes erzählen, was ich gestern geschafft habe. Und zwar haben wir Pizza gemacht, so mit dem Thermomix, also selber Teig machen, dann selber belegen, dann in den Ofen. Und dann beim Rausholen des letzten Bleches ist etwas Unschönes passiert. Und zwar, wir haben zwar so Handschuhe, die sind aber ziemlich scheiße und gefühlt verbrennst du dich damit eh. Und deswegen habe ich die nicht benutzt, sondern ich habe so einfach so Trockentücher benutzt, weil meine Mutter das damit auch macht und damit keine Probleme hat. Nur leider war so ein ganz kleines Teil, ein ganz kleines Stückchen meiner Hand nicht bedeckt von diesem Trockentuch und hat dann direkt das Backblech angepackt, was bei 240 Grad im Ofen war. Das tat ziemlich weh. Ich habe danach den restlichen Abend meine Hand nur noch gekühlt. Also es war zum Glück keine große Stelle. Aber es ist auf dem Daumenballen, wenn man so möchte. Und das ist eine ziemlich doofe Stelle, weil die bewegt sich halt auch die ganze Zeit. Und die braucht man halt eigentlich auch die ganze Zeit. Und so weiter. Hätte ich jetzt auch einfach den Cleanstone direkt hier reintun können und hätte das bekommen? Wahrscheinlich schon, oder? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. So, wie dem auch sei. Verdammt, wir haben ja hier die Fenster. Was ist denn... Dann müssen wir es irgendwie... Weil ich wollte halt eigentlich so bis hier gehen. Aber da müssen wir nochmal gucken, dass wir es vielleicht anders machen. Aber egal, das kriegen wir schon hin. Ja, dann habe ich erst mir so ein Kühlpack genommen. Hab das dann ewig lange drauf gehabt. Hab dann... irgendwann mir so eine Wasserschale genommen. Hab da dann so Eiswürfel und so weiter reingepackt. Und hab
anschließend noch mal neues Wasser reingemacht, nochmal neue Eiswürfel reingemacht, nochmal neue alles Mögliche. So dass es halt irgendwie okay war, weil sobald du es rausgezogen hast aus dem Wasser, die Hand, war halt nach, ich sag mal, 10, 20 Sekunden wieder richtig aua. Hat es halt direkt wieder gefühlt gebrannt. War halt nicht so geil, logischerweise. Und dann habe ich irgendwann mich dazu entschlossen, nachdem zwar bei Google stand, man soll es nicht machen, da habe ich das aufgemacht. Und das war tatsächlich ein sehr guter Einfall. Also wirklich, seitdem tut es eigentlich nicht mehr weh. Ich weiß nicht, warum Google davon abrät. Wahrscheinlich, weil man sich halt, weil die dann infiziert werden kann. Aber ganz im Ernst, ich habe die dann direkt, habe ich da direkt Salbe draufgepackt, habe dann direkt ein Pflaster draufgepackt. Also da kann eigentlich auch nichts passieren. Von daher, ja, so in dem Sinne hatte ich jetzt keine große Angst vor. Und dann habe ich heute Morgen halt das Pflaster erneuert, oder vorhin, besser gesagt, wir haben gerade Mittag, so. Hab ich neues Pflaster, neue Salbe und so weiter drauf gemacht. War auch okay, also sieht immer noch sehr rot aus. Ich will es euch nicht genau beschreiben, weil ich es selber eklig finde. Aber es ist auf jeden Fall aushaltbar, sagen wir mal. Nennen wir es aushaltbar. Es ist nicht schön. Es tut auch weh. Aber ist okay. So kann man machen. Mittlerweile kann man es aushalten. Aber zwischendurch so oder genau danach, das war schon nicht so geil. Also wirklich, wirklich. Es tat wirklich weh. Und es ist safe die schlimmste Verbrennung, die ich selber je hatte. Aber ich hatte halt auch einfach noch keine krassen Verbrennungen, deswegen da kann ich mich sehr glücklich schätzen. Klopf, klopf, klopf. Dass ich da bisher verschont wurde, bis auf das jetzt. Aber ich habe auch mal so gegoogelt. Das dürfte auch nur höchstens eine Verbrennung ersten Grades sein. Ist auch nur oberflächlich. Also nur die erste und vielleicht die zweite Hautschicht, aber jetzt nicht in die richtigen Tiefen. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt. So. Ich glaube, wir machen das hier nochmal anders. Und zwar machen wir das so. Und dann so und dann so. Und dann so und dann so und dann so. Und dann müssen wir gucken. Warte, wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe eine so rum gemacht. Also quasi die hier habe ich so hingesetzt. Dann habe ich da verkehrt rum eine dran gesetzt. Und dann ging es hoch. Bedeutet ja eigentlich, dass ich einfach hier so machen kann und so machen kann. Und das sollte dann gehen. Das ist irgendwie sehr, wie nennt man's? Warum gehe ich immer hier hin? Sehr urig. So Ur-Minecraft-mäßig. So ganz am Anfang, so ganz früh. Fand ich gerade. Wenn man hier so auf dem Dach steht, mit Shift und so weiter. Jetzt habe ich Stairs gemacht, obwohl ich Slabs brauchte. Clever. So. Weiß nicht, hat mich gerade irgendwie so ins richtige Early Game erinnert. Wollte ja eigentlich ausleuchten, aber wir haben keine Fackeln mehr. War auch mal wieder cool, so eine Erfahrung. Zack. Wahrscheinlich nehme ich den doch nochmal weg. So, dann haben wir quasi so Augenbrauen über den Fenstern, aber ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann können wir hier den Rest jetzt aus Holz machen. Sollen wir eine dritte Holzart integrieren oder sollen wir einfach sagen, wir haben jetzt schon zwei, es muss reichen. Und dann halt aus Mangrove oder aus Birch machen, das ist halt die Frage jetzt. Nein, man fall doch nicht da immer runter wie so ein Idiot. Ich bin heute irgendwie nicht so ganz da. Also ich habe zwar okay geschlafen, wie man sieht, bin ich nicht ganz da. Ich habe zwar okay geschlafen, aber irgendwie
bin ich nicht so ganz. Ich habe auch absolut keinen Bock auf irgendwas heute. Also ich habe gestern richtig viel am neuen aufwendigen, an dem richtig aufwendigen Video gearbeitet. Heute zum Beispiel noch überhaupt nicht und ich habe es auch nicht vor. Ich hatte eigentlich vor, die Zockt-Videos zu machen, aber auch da habe ich keinen Bock drauf. Au. Warum gibt es sowas nicht für Holz? Das wäre cool. Gibt's es? Nee. Ja, also ich habe auch gar keine Intention heute, das irgendwie zu machen. Schade. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, gar keine Lust. Ich habe halt gestern und vorgestern richtig viel gemacht. Also das ganz, ganz krasse Video ist wirklich sehr weit jetzt gekommen. Ich habe mir eine Liste gemacht, was noch alles gemacht werden muss. Da steht auch noch einiges drauf auf jeden Fall. Aber es ist wirklich weit fortgeschritten. Ein paar Sachen von der Liste konnte ich halt auch abarbeiten. Gestern schon für ein paar Sachen brauche ich den Glatzen-Günther und ich habe tatsächlich gesehen, dass bei ihm irgendwo steht, sein richtiger Vorname. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil ich will den nicht Glatzen-Günther nennen, weil ich kenne den ja auch privat so. Ne, da haben wir ja schon öfter mal hier drüber gesprochen. Und das Ding ist, ich habe ihn meistens halt mit seinem Nachnamen angesprochen. Also der hieß halt bei uns in der Schule irgendwie einfach mit seinem Nachnamen. Kennt man ja, ne? Bei manchen sagt man dann halt, ja, der Schröder. Das ist nebenbei nicht sein Nachname, keine Sorge, habe ich jetzt nicht geleakt. Aber manche Leute nennt man ja einfach irgendwie mit dem Nachnamen anstatt mit dem Vornamen, warum auch immer. Aber die sind irgendwie so Menschen. Und bei ihm war das halt irgendwie auch so. Deswegen finde ich es immer noch komisch, wenn ich den jetzt auf einmal mit seinem Vornamen anreden kann, soll, wie auch immer. Fand es halt auch komisch, Lux zu sagen, bin ich ehrlich. Weil ich ihn halt, wie gesagt, einfach anders kenne. Aber es ist ja schon mal ein Fortschritt. Ich will ihn zumindest nicht Günther nennen oder Glatzen-Günther. Wenn ich mit ihm rede, also wenn ich über ihn rede, klar, weil das macht ja auch Sinn. Für euch, so, dann wisst ihr direkt, wen ich meine. Aber wenn ich mit ihm reden sollte, das ist halt irgendwie komisch, so. Finde ich. Wie dem auch sei, wir sind bei 12,5 Minuten. Meine Mutter hat mir gerade geschrieben, leg dich doch mal ein Stündchen in den Garten. Weil das Wetter so schön ist. Das Wetter ist, also jetzt gerade ist eine Wolke vor der Sonne. Sieht zumindest so aus. Aber an sich ist das Wetter wirklich schön heute. Mittlerweile. Heute Morgen war richtig grau. Da hast die Augen aufgemacht nach dem Pennen und hast gedacht, boah, ich gehe wieder pennen. So eine Scheiße. Aber jetzt gerade geht's wirklich. Also, was heißt, es geht wirklich? Es ist total blauer Himmel. Es hat kaum Wolken am Himmel. Also, das ist mega nice eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin heute nicht ganz da, deswegen laber ich noch mehr Scheiße als sonst. So. Okay, dann machen wir hier noch die Reihe voll. Zack. 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 Okay, wir würden die Reihe voll machen, wenn wir genug hätten. Ich mach mir jetzt hier eine Leiter. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das nervt mich ja komplett, dass ich hier nirgendwo hochkomme. Ich weiß auch gar nicht, ob wir genug haben. Wahrscheinlich nicht. Wir haben wieder 4 über. Man kennt ihn. So. Zack und zack. Was sagt ihr übrigens zu Dream? Zu seinem Face-Reveal? Wie er aussieht? Ich habe irgendeinen Post gesehen. Dieser Motherfucker Dream ist hässlich as fuck. Das fand ich witzig. Aber nee. Also es geht. Also ich finde, du hast jetzt nicht, wo der die Maske weggezogen hat, gedacht, ach du Scheiße, wie sieht er denn aus? Pack die Maske wieder davor. Sieht halt einfach aus wie so ein ganz normaler Typ. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es machen würde. Also ich weiß, dass ich gute Gründe habe, es nicht zu machen. Sagen wir lieber so. Aber ich weiß auch, dass es sehr viele Vorteile hat, es zu machen. Und ja. Deswegen gibt Gründe, die dafür sprechen, gibt Gründe, die dagegen sprechen. Ich würde gerne hier diese Eckdinger haben, aber auf beiden. Geht das? Nee. Das ist schlecht. Nee, das dann. Dann muss ich mir hier was einfallen lassen.
Und ich glaube, es ist ganz simpel. Ich habe schon wieder kein Holz. Ich raste aus. Okay, dann mache ich das eben noch fertig. Ja, perfekt. Und dann muss ich mich auch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Ich nehme jetzt direkt noch eine auf. Danke fürs Zuschauen und sehen wir uns morgen im nächsten Video. Ja, macht's gut. Ja, bis dann. Ja. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.